Ja, so ganz generell wird das Thema Intermodalität weiter an Bedeutung gewinnen. Das bedeutet, dass für das Zurücklegen einer bestimmten Strecke unterschiedliche Verkehrsmittel genutzt werden, die dann natürlich auch an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer angepasst sind. Und in diese Kette können sich hier ganz viele unterschiedliche Verkehrsmittel, also neuartige Verkehrsmittel auch eingliedern. Nehmen wir mal zum Beispiel als Stichwort das Thema letzte Meile oder auch vertikale Mobilität. Und in der Automobilbranche im Speziellen haben wir natürlich die Themen autonomes Fahren, Elektromobilität, Konnektivität und auch Carsharing, womit einerseits ja dieses gesteigerte Mobilitätsbedürfnis der Menschen auch einfach gedeckt werden soll und wo man aber auch andererseits dem Wunsch nachkommt der Menschen nach einer hohen Individualisierung, nach einer Flexibilität beim Reisen, nach einer hohen Verfügbarkeit natürlich auch der Verkehrsmittel, nach Sicherheit und auch nach Nachhaltigkeit. Ja, und genau mit diesen Themen beschäftigen wir uns auch bei P3. Das heißt, wir entwickeln hier auch ganz konkrete Herangehensweisen und Methoden, um einerseits uns mit diesen Anforderungen zu beschäftigen, die ich gerade beschrieben habe, und auch um andererseits natürlich die Herausforderungen, die generell mit diesen Themen in Verbindung stehen, denen eben auch entgegenzutreten.